Oh, wow, da wäre ich fast runtergefallen. Ja, oh, hallo und herzlich willkommen zurück. Dark Souls 2. Oh, der hat sogar noch überlebt. Hat auch noch einer überlebt. Ihr wisst, was ich tun will. Und ihr wisst, dass es schief gehen wird. Vielleicht. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Ich will wissen, was ich da bekomme, was ich bekomme. Au. Der macht mir halt immer noch gut Damage. Merkt, dass er mal ein Boss war. Ja. Ach Gott. Ich sollte sowas nicht tun, wenn ich gerade das Spiel gestartet habe, okay? Ich sollte sowas nicht tun. Dann betreibe ich nur meine Tode unnötig in die Höhe. Macht das Spiel nur schwerer für mich. Wenn ihr euch fragt, warum ich das gerade getan habe, ich mache das immer, wenn der Sound auf meinem einen Ohr weg ist, damit ich wieder Sound habe, okay? Es ist so dieses Schicksal eines Razer-Kopfhörer oder eines Razer-Headset-Besitzers. Die sind halt nicht wirklich nice. Bin ich ganz ehrlich. Ich kaufe mir beim nächsten Mal lieber ein Logitech. Muss mal gucken, wann ich das tue. Ich wollte ja eigentlich einen Sehnenpfeil auf den schießen. Okay, ich drücke halt einfach auf X statt auf A. Holy shit. Okay, wo Satz mit X war wohl nix. Ich drücke auf X und es funktioniert nicht. Also mein Plan, ihn zu töten. Ich weiß nicht warum, ob er mit. Ich weiß nicht, ob er mit mir skaliert oder nicht, aber ich habe das Gefühl, dass er einfach genauso stark ist wie vorher. Ich stelle mich aber, glaube ich, mal auch wieder mega dumm an. Ich hatte halt die. Ich weiß nicht, ich hatte mega Glück, als ich gegen den einfach gekämpft habe. Würde ich behaupten. Aber ich hasse den Verfolger auch als Gegner. Er ist einer der beschissensten Gegner in ganz Dark Souls 2 eigentlich. Und ich glaube, meine Ausrüstung ist halt immer noch auf demselben Stand. Ja. Ich will aber wissen, was der mir droppt. Manche Leute behaupten, man kann ihn gut parryen. Aber... ich bin in dem Parry-Game halt nicht mit drin. Leute, die meine Spielweise kennen, die wissen das. Weder in Dark Souls, noch in Elden Ring. Fuck. Krieg ich wieder so ein Vakuum auf meinem Ohr. Fuck. Nice, er ist tot. Es war eigentlich relativ easy. Holy shit. Wieso tue ich mir da so schwer? Why? Why are you so dumb? You little bitch shit. Why? 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 Oh shit, bitch. Ich laufe einfach easy durch den irgendwie durch. Nicht. What? What? What?
Keine Ahnung, warum ich das eigentlich gerade tue, aber ich könnte mich mal heilen. Jedes Herz gerade mega auf den Sack. Und der Witz. Mein Ohr wird die ganze Zeit immer leiser. Ich muss halt im nächsten Monat so viel Geld wieder ausgeben. Oder ich habe eigentlich so ein paar Rechnungen, die reinkommen, vor allem die von der Gamescom. Aber ich müsste mal wirklich meine Ausrüstung eigentlich mal ein bisschen upgraden. Wäre keine schlechte Idee. Dann würde ich gegen manche Gegner nicht immer so strugglen. Diese hässlichen Hunde. Aber nein, ich steck's einfach immer in, ständig in Level-Ups rein. Gar nicht verständlich, warum. Was hast denn du eigentlich? Oh, der hat die unendlich. Begun. Majula. You've been long away. Well, I've only one thing to provide and we both know what it is. Was erneuter Tod. Diese, die mit dem Leben spielen, werden besonders verabscheut. Eine schützende Flamme auf Leichen und lässt die heftig auflodern. These stones. So, visit me again. Vielleicht kriegt ihr da noch mal was. Ich muss mal gucken, ob ich genügend Titanit habe, um meinen. Ich hab nur. Ja, komm. Lass ich die Ritterrüstung. Weiß nicht, ob ich die Hände verbessern will. Wollte ich mal gucken. Die macht sogar Blutung. Nice. Vielleicht gar nicht so schlecht. Muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwelche guten 55. Wenn ich irgendwas habe, was besser als 55 in den oberen Wert ist, dann Schurkenstulpen. Sieht mir aber nicht danach aus. Drangleic-Schürfen. Bengals Helm. Ich will die Drangleic-Sachen aber nicht verbessern. Ist mir ein bisschen teuer. Ich geh mal zum Rüstungsfuzzi. Und schau mal, ob der noch was Gutes hat. You need armor. You need armor? Well, I can give you some. Ich hab die sogar doppelt im Besitz. Alba-Stulpen. Sind aber auch nicht wirklich nice. Königssoldat-Stulpen. Was kann ich mir noch kaufen? Was habe ich noch nicht? Komm, ich hole mir das Königssoldatenzeug. Thanks for the purchase. Für den Fall, dass ich meinen Hut doch mal wechseln will. Aber ich denke mal nicht. Außer vielleicht gegen den Narrenhut, aber. Mal gucken. Weil ich mal gucken muss.
Ach, dann fettroll ich. Die habe ich jetzt schon alle aufgerüstet damit. Wenn ich die... Habe ich einen leichteren Schild, der genauso gut ist? Ah, das Rangleg-Schild ist halt ein bisschen schwerer. Der ist auch ein bisschen schwerer. Wenn ich den Stab weg tue, dann... Das hat aber recht gute Resistenzen gegen andere Sachen. Sind alle meine Sachen eigentlich fast schlechter. Also fast komplett schlechter. Ach Gott, jetzt bin ich komplett voll mit dem Giftzeug. Natürlich, dann laufe ich da doch lieber durch. Spinning right round, right round, right round, baby, right round, spinning right round. Bevor ihr fragt, ich habe das Thumbnail für diesen, diese Folge schon. Es wird mich aber niemand fragen danach. Denke ich zumindest. Macht denn die Schattenkugel eigentlich? Oh, es hat dem mehr Damage gemacht, weil es am Kopf war. Nietzsche und Reparaturpreis. Das muss ich doch warten, bis der Scheiß runtergeht. Der Nietzsche. Der Nietzsche. Ich kann Gavlan hören. Und dann werde ich halt vergiftet. Ich kann mich noch wenigstens gut gegenheilen. Muss ich halt einen Flakon nutzen, wenn es zu niedrig wird. Seidiger Stein. Der Nietzsche habe auch was trinken. Das wird zu viel Gift für diesen Tag. Too much poison. Too much poison. Poison.
Hurensohn. Oh Gott, das sind diese Frauen mit diesen Flammenfächern. Kann ich die ins Target nehmen? Das trifft die nicht richtig. Natürlich sind Mages wieder, haben Mages natürlich eine Resistenz gegen Zauber. Ist auch gut, wie ich meine Sehnenpfeile einfach die ganze Zeit dagegen schießt. Könnte mich sogar treffen. Bin out of range von deinem Scheiß. Und tot. Das wäre nicht einfacher als gedacht. Ein Drachenamulett. Warum nicht? Nehme ich. Die Seher nehme ich. Drachenamulett nehme ich. Ich nehme alles. Alles oder nichts. Beggars are not supposed to be choosers. Hexereiurnen. Okay. Oh, Wappenring, lauernder Drache plus 1. Cool. Das ist ein langer Name. Verlängert Zaubereffekte. Oh. Cool. Damit könnte ich mich buffen. Nein! Nein! Damn it. Irgendwas schießt hier. Jetzt aber nochmal zurück, weil ich meine, da war noch irgendwo so ein Durchgang oder sowas. Duftzweig. Das freut mich doch. Das freut mich wirklich. Da unten ist halt auch gar nichts. Ah! Unser Freund. Giftiges Moos, giftige Wurfmesser, faules Harz. Und die Pfeile kaufe ich mal. Den Schmarren hau ich weg. Kettenbrecher, okay. Dimitas, Dimitar. Morgenstern. Morgenstern erscheine auf die Liebste. Da komme ich jetzt ein bisschen aus dem Takt raus. Wirf ein warmes Licht auf ihr Ungesicht.
Drachenamulett heilt Gift und stellt viele TP wieder her. Nice. Das ist auch das, was wir brauchen, oder? Prismastein. 30. Köderschädel. Beggars are not supposed to be choosers. Always remember this. Okay, wertlos. Aber Gavlan möchte noch was dafür. Silberner Talisman, verwandelt, verschmelzt Umgebung. Okay. Zeichen des Grolls. Hier sehen Gefäß. Oh, Blutungseffekt, okay. So, normale Kammern-Items, die ich mir kaufen kann. Ja, Steine verkaufe ich keinen. Die sind zu wertvoll. Gavlan, Gavlan, what? With Gavlan. Kruder Stein, nice. Okay, weirde Sache. Kann ich da unten rein? Da ist noch eine Truhe. Feuersamen. Nice. Der Heileffekt hört leider zu schnell auf vom Estus. Da ist oben so ein kleiner Typ drauf. Tja. Das mit X war wohl nix, ne? Wobei, der müsste das hier wahrscheinlich dann aufmachen. Aber ich komme ja wieder. Keine Frage. Giftstein, faules Hart, okay. Ah, Mist, ich bin ja noch gar nicht vergiftet. Sag das hier bitte nicht, okay. Ich weiß selber nicht mal, warum ich sowas tue. Wie komme ich hier wieder raus? Ich sehe hier halt gar nichts. Manche Leute würden auch sagen, es ist eine Unart, sowas zu tun. Sie haben aber vielleicht auch gar nicht mal so unrecht. Ich würde eigentlich gerne bis zum nächsten Bonfire noch gehen. Alter, wann bin ich hier da und ist denn hier der Scheiß endlich weg?
Das hat mich schon ein bisschen erwischt. Versuche jetzt erstmal auf jeden Fall mal bis zum nächsten Bonfire zu kommen. Wüstenzauberinnen. Handschuhe. Ah ja, die greifen mich an, sobald ich deren Freunde töte. Kann aber auch sein, dass sie mich angreifen, sobald ich nach da oben gehe. Er wird tatsächlich ihr falsches Idol getötet. Die haben die doch nur angebetet, weil die Brüste hat. Ganz ehrlich. Nein. Ach, damn it. Wo sind denn diese Frauen? Ah. Oh mein Gott. Diese komischen kopflosen Typen. Ich hasse die. Einfach mal Fatty Mac Speck. Gegen dicke Menschen. Oh ja, okay, also der macht das auf jeden Fall mal richtig. Mit dem übergroßen Spielehämmern. Ja, dann aber wahrscheinlich nicht so ein Hammer in der Hose. Irdenspitze. Ich gehe dann auch gleich mal wieder, weil hier irgendwo ist noch ein Bonfire versteckt. Das weiß ich. Ich kann es fühlen. Erntetal. Oh, ich habe Erntehain in die reingeschrieben, egal. In die Tags. Nicht sonst immer jemand? Der Begavlan ist immer hier gestanden. Erben der Sonne. Sonnensiegel. Eid geleistet. Isterlern. Gelobt bei die Sonne. Ja, man kann die Medaillen davon farmen, um die Items zu bekommen, indem man die Falkner tötet, weil die droppen die. Ist aber ohne Schlangenring und sowas, also ohne silberne, goldenen Schlangenring und sowas noch nicht wirklich. Ein Ring der Erben der Sonne, was macht denn der? Erhöht die Angriffskraft mit Wundern ein wenig. Ja. Uninteressant. Was habe ich das goldene Sonnensymbol? Ja, ohne goldenen Schlangenring und andere Dinge, die halt einem die Dropchance erhöhen, wäre das nicht ratsam. Weil die Effekte stacken sich immer. Das ist das Gute hier.
Irgendwo gab es hier doch ein Bonfire. Ich meine nicht immer diesen AIDS-Weg gegangen zu sein. Ein harter Bait. Ein harter Bait. Das ist ein Lukaziel. Giftbissring. Seele eines stolzen Ritters. Nice. Hey. Still on the road, are you? Sorry to have burdened you so. This is for you. Oh, Hartstahlring plus 1, nice. My memories are fading. Oldest first. The curse is doing its work upon me. If everything should fade. I had an older brother. We learned to fence together. He became the most decorated swordsman in all. I never even compared to him. In fact, I never beat him. Not once. But then, one day. Now I'm certain that he was taken by the... If only someone would hear my brother must have come here. Soon I may forget even about him. If only someone would hear my brother soon... okay. Reparaturpulver. Mal kurz dagegen halten, bitte. Bin ich irgendwo eine versteckte Wand oder so? Schützt mich das jetzt vom Gift? Na, so ungefähr. Wappenring, lauernder Drache plus 1. Die droppen den immer. Das wäre nur eine Ausnahme gewesen. Ex-Giftkäfer. Skeptikergewürz. Da hinten kommt nichts. Dammit. Hat einfach fast gestorben. Spitze. Ich glaube, da muss ich ein bisschen früher springen. Oh, fuck.
Scheiße. Damn it. Das war gerade... war perfekt, bis auf den letzten Moment. Der letzte Moment hat echt wirklich, versaut.